Was kann man noch sagen, ohne dass es einen Aufschrei gibt? Sind wir zu empfindlich? Wie geht Diskurs in Krisenzeiten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Philosophin und Chefredakteurin des Philosophie-Magazins Svenja Flasspöhler. Herzlich willkommen bei Phoenix Persönlich. Vielen Dank. Ein Jahr ist jetzt seit dem Angriff Putins auf die Ukraine vergangen. Seitdem tobt dieser grausame Krieg. Jürgen Habermas, wie Sie Philosoph, hat sich jetzt geäußert und gesagt, der Westen leiste aus guten Gründen militärische Hilfe, trage aber auch Verantwortung. Wie haben Sie sein Plädoyer für Verhandlungen aufgenommen? Das ist ein sehr langer, sehr komplexer Essay. Ich war froh, dass Jürgen Habermas diesen Text geschrieben hat, dass er auch den Mut gefunden hat für diesen zweiten Text, weil es gab ja schon mal einen recht früh im Verlauf des Krieges und man war sich ja sehr schnell einig, dass dieser Text sozusagen nichts taugt, was mich gewundert hat. Auch damals schon hatte Habermas tatsächlich dafür plädiert, sehr vorsichtig zu sein. Damals auch gab es schon das Plädoyer dafür, sozusagen den Weg der Verhandlung anzustrengen. Und das hat er jetzt noch mal pointiert gesagt. Ich finde es sehr richtig, dass Jürgen Habermas Wert darauf legt, noch mal auseinanderzunehmen, warum es nicht richtig ist zu sagen, dass allein die Ukraine entscheiden muss oder entscheiden darf, wie es jetzt in diesem Krieg weitergeht. Denn in dem Augenblick, in dem sich der Westen entscheidet, Waffen zu liefern, sind wir mit in der Verantwortung. Und von dieser Verantwortung kann uns auch niemand freisprechen. Und das merken wir auch die ganze Zeit, auch im politischen Geschehen. Es gibt ja einfach diese rote Linie, eben dass die NATO eintritt in den Krieg. Das ist ja ganz klar eine rote Linie, über die nicht die Ukraine entscheidet, sondern tatsächlich eben einfach auch die Westmächte. Er warnt ja auch davor, dass die Qualitätssteigerung der Waffenlieferung eine Eigendynamik entwickeln könne, die uns unbemerkt über die Schwelle zu einem dritten Weltkrieg hinaus treiben könnte. Teilen Sie diese Angst? Ist das was, was Sie auch sehr umtreibt? Ja, und ich würde es auch gar nicht unbedingt jetzt als Angst oder mit so einem Gefühl bezeichnen, was auch zutrifft. Aber ich glaube, es ist ja auch, wenn man sich anguckt, und darauf geht ja Habermas auch ein, also was sind jetzt eigentlich die Szenarien? Wie kann das Ganze ausgehen? Und da sagt er, wir laufen eigentlich auf ein ganz schweres Dilemma zu. Nämlich entweder man verbleibt in dieser Eskalationsdynamik, ja, die Russen holen zum Gegenschlag aus, der Westen entscheidet sich dazu, vielleicht doch Kampfjets zu liefern und so weiter. Dann besteht eben die reale Gefahr, dass wir früher oder später in diesen Krieg hineingezogen werden, wenn man die Eskalation eben nicht an einem bestimmten Punkt radikal abbricht. Ja, und das ist eben die andere Seite. Das würde heißen, man lässt die Ukraine von einem Tag auf den anderen einfach komplett alleine und sagt, wir können nicht mehr, wir machen nicht mehr weiter. Und Habermas sagt, diese zwei Optionen, die sind beide furchtbar. Und deshalb sagt er, müssen wir jetzt alle Anstrengungen unternehmen, um die Parteien an den Verhandlungstisch zu kriegen. Jetzt gibt es ja dieses Manifest für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, was sie nicht mit unterschrieben haben, wobei sie den ersten Brief direkt nach Kriegsbeginn, den haben sie unterzeichnet. Warum waren sie jetzt nicht mit dabei? Ich habe den ersten Brief unterzeichnet. Ich habe auch danach noch einen Appell mit verfasst, den ich eben dann natürlich auch mit unterzeichnet habe. Der ist in der Zeit erschienen. Zum einen dachte ich jetzt, okay, ich kann jetzt noch ein drittes Manifest unterschreiben, das kann ich tun, aber ich bin ja auch keine Manifestmaschine. Also insofern, jeder kennt meine Haltung dazu. Es war auch so, dass ich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle sicherlich anders formuliert hätte, dieses Manifest. Was hätten Sie anders formuliert? Ach, ich glaube, darauf jetzt im Einzelnen einzugehen, das würde jetzt wahrscheinlich zu speziell werden. Aber aus meiner Sicht ist es eben schon sehr wichtig, tatsächlich auch den Hauptaggressor sehr klar und auch an jeder sozusagen fraglichen Stelle sehr klar herauszustellen. Das ist, finde ich, im Manifest nicht immer gelungen. Nichtsdestotrotz unterstütze ich sehr entschieden das Grundanliegen dieses Manifests, das sich ja ebenfalls, so wie Habermas, aber wie es auch für ein Manifest naturgemäß gegeben ist, ist einfach eine sehr kurze Textform, weitaus weniger komplex. Ja? Aber auch diese beiden Frauen, Schwarzer und Wagenknecht, machen sich für Verhandlungen stark. Und das ist erstmal das, was ich eben auch unterstütze. Jetzt ist es ja so, dass Verhandlungen natürlich immer gut sind und niemand ja auch in Abrede stellen wird, dass man am Ende natürlich sprechen muss. Wenn aber ja dieser Moment für Verhandlungen einfach
nicht greifbar scheint und auch Habermas ja ganz klar sagt, momentan sieht es danach nun mal einfach nicht aus. Was bringt es jetzt zu sagen, diese Verhandlungen müssen her, ein Waffenstillstand geht damit ja dann auch manchmal so ein wenig einher. Wo stehen Sie da? Also, dass das schwierig ist, ja, und dass es sicherlich nah an der Grenze des Unmöglichen ist, da sind sich wahrscheinlich alle Beteiligten einig. Aber was ist die Alternative? Ja, insofern glaube ich, dass einfach diese schreckliche Alternative, die Habermas ja benennt, also entweder wir werden in diesen Krieg früher oder später hineingezogen, weil wir einfach keine Grenze ziehen, oder wir müssen an irgendeinem Punkt die Ukraine alleine lassen. Das sind schreckliche Optionen. Und ich glaube, man muss das Unmögliche versuchen. Ja, das ist die Anstrengung, die wir jetzt gemeinsam machen müssen. Ja, und wenn Sie sagen, man muss das Unmögliche versuchen, ganz konkret, was heißt das? Was muss passieren? Was sollte die Bundesregierung tun? Ich bin weder Diplomatin noch bin ich Militärexpertin und kann Ihnen sagen, wie man vielleicht die Waffenlieferungen sozusagen anpassen kann in eine Deeskalationsstrategie. Aber was ja schon auffällt, ist, dass einfach sehr wenig über Frieden, über Friedensmöglichkeiten gesprochen wird. Es heißt dann immer sehr schnell, Putin will ja nicht verhandeln. Klar, Zelensky will auch nicht verhandeln, weil beide überzeugt sind, dass sie diesen Krieg für sich entscheiden können. Ja, beide sind davon überzeugt. Und selbstverständlich, die Gerechtigkeit ist auf der Seite von Zelensky. Mein Wunsch nach Gerechtigkeit ist genauso groß wie ihrer und jeder anderer. Ja, natürlich würde ich mir wünschen, dass die Gerechtigkeit siegt. Und die Ukrainer die Kraft und die militärische Potenz haben, die Russen aus ihrem Land zu vertreiben. Aber es gibt da eben noch die schreckliche Realität. Und was ist, wenn Wunsch und Realität nicht übereinstimmen? Was ist, wenn die Russen eben doch die militärische Übermacht letzten Endes immer behalten? Was machen wir dann? Was tun wir dann? Und ich glaube, dass mir kann das einfach keiner beantworten. Und was ich wirklich interessant finde, wenn ich das noch sagen darf, ist, dass ja immer denen, die nach Verhandlungen rufen und sagen, wir müssen das Unmögliche versuchen, denen wird sehr schnell Naivität unterstellt. Ihr seid ja Traumtänzer, ihr seid so Pazifisten und so weiter. Aber ist das andere nicht genauso naiv, ja, zu sagen, die Gerechtigkeit muss siegen, ja, koste es, was es wolle, all in. Das ist genauso naiv. Ist nicht der Punkt, dass gar nicht unbedingt im Fokus steht, die Gerechtigkeit muss siegen, sondern dass man vor allen Dingen die Menschen in der Ukraine nicht im Stich lassen will. In dem Moment, wo keine Waffen mehr geliefert würden, würde man natürlich die Menschen in der Ukraine wirklich im Stich lassen. Genau. Was ist Ihre Antwort darauf? Genau, das ist ja das, was Habermas auch als ein schreckliches Szenario sozusagen darstellt, zu sagen, wir müssen uns irgendwann entscheiden, nichts mehr zu tun, weil wir sonst mit in diesen Krieg hineingezogen werden. Das ist dann irgendwann die schreckliche Alternative. Das heißt also, das, was er vorschlägt, und da fällt mir eben auch nichts Besseres ein, ist, in irgendeiner Form einen Kompromiss zu finden, der einen Frieden ermöglicht. Ne? Und da die Voraussetzung dafür ist wahrscheinlich erstmal ein Waffenstillstand, um überhaupt erstmal die Gelegenheit zu schaffen, um in diese Verhandlungen hineinzukommen. Und dass auch so eine Kompromisslösung mit Gerechtigkeit erstmal gar nichts zu tun hat, da sind wir uns wahrscheinlich auch sofort einig. Natürlich ist es nicht gerecht. Gerecht wäre, wenn die Russen sich einfach wieder verziehen. Ja? Aber eben nochmal, was ist, wenn die Realität diesem Wunsch einfach nicht standhält oder wenn die Realität einfach mächtiger ist? Das ist ja sozusagen die Ohnmacht, die wir gerade oder ne, die man an allen Ecken zu greifen meint, dass die Möglichkeit im Raum steht, dass die militärischen Möglichkeiten, die wir haben, ohne in diesen Krieg einzutreten, vielleicht möglicherweise, und das sagen ja viele Militärexperten, nicht ausreichen werden, um die Russen tatsächlich aus der ganzen Ukraine zu vertreiben. Gleichwohl ist ein Waffenstillstand, ein Einfrieren des Konflikts, der dann natürlich auch jederzeit wieder einbrechen kann. Vielleicht noch mal zu Ihrem Selbstverständnis, mit dem Sie sich in diese Debatte einbringen. Es gibt ja immer wieder die Kritik, Philosophen, Schauspieler sind keine Experten auf diesem ja hochkomplexen sicherheitspolitischen Gebiet. Warum bringen Sie sich ein? Ja, also erstmal finde ich, haben sich Philosophen, oder nicht finde ich, sondern es ist so, dass Philosophen natürlich immer schon seit der Antike über Krieg und Frieden nachdenken. Also das ist genuines Geschäft immer schon auch der Philosophie gewesen. Ja, das ist eben eine ganz bestimmte Perspektive, die Philosophen auf Krieg und Frieden haben. Welche Perspektive ist das, die Sie sagen, die ist jetzt wichtig und bereichernd?
Ja, ich finde zum Beispiel, also ich finde es wichtig und ich glaube, dass dafür Philosophen und Philosophinnen da sind, wirklich auch genau zu differenzieren zum Beispiel, genau hinzusehen. Ja? Also es wird ja eben, wenn man sich so den öffentlichen Diskurs ansieht, dann wird eben sehr schnell zum Beispiel von Täter-Opfer-Umkehr gesprochen. Das ist jetzt eine Täter-Opfer-Umkehr. Aber oft habe ich das Gefühl, also erstmal kann man ja fragen, was ist damit eigentlich genau gemeint? Ja, damit ist offensichtlich gemeint erstmal, definitionsgemäß, dass man einem Opfer eine Mitschuld an dem Leid zuschreibt, das es selbst erlitten hat. Ja, also wenn man zum Beispiel sagt, die Frau ist selber schuld, dass sie vergewaltigt wurde. Das ist eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Wenn ich aber sage, und das macht zum Beispiel Habermas in seinem Text, ja, das hat auch Reinhard Merkel als Rechtsphilosoph schon vorher gemacht, wenn man aber sagt, auch die Opferseite und auch die, die die Opferseite unterstützen, haben eine Mitverantwortung daran, an dem, was sozusagen mit den Waffen, mit der Unterstützung passiert. Und sie haben eine Verantwortung für eine Schadensbegrenzung. Ja, in dem Sinne, dass möglichst nicht viele Opfer, also dass keine Kriegs- oder nicht zu viele Kriegsopfer entstehen, dass der Krieg nicht eskaliert, dass wir keinen dritten Weltkrieg haben. Also wenn man sagt, da gibt es eine Mitverantwortung, dann ist es etwas ganz anderes. Nur, dass ich es verstehe, Sie sehen die Mitverantwortung in der Ukraine in welchem Punkt? Dass dieser Krieg nicht eskaliert. Das heißt, was sollte die Ukraine tun, damit das nicht passiert? Na, sie sollte jetzt zum Beispiel nicht willkürlich russisches Gebiet bombardieren. Also natürlich hat sie eine Mitverantwortung daran. Ja? Das heißt nicht, dass sie eine Mitschuld hat an dem, was ihr zugefügt wurde. Gott bewahre, selbstverständlich nicht. Aber natürlich haben wir als diejenigen, die die Ukraine unterstützen und die Ukraine auch selber eine Verantwortung dafür, dass dieser Krieg nicht eskaliert. Das würde ich schon so sehen. Und befürchten Sie, dass diese Verantwortung nicht gesehen wird, nicht wahrgenommen wird? Machen wir es gar nicht nur an der deutschen Politik fest, sondern an der europäischen Politik? Na, erstmal war ja Ihre Frage, was leisten denn eigentlich Philosophen? Ich glaube, diese Differenzierungsarbeit, das ist sozusagen genuine Aufgabe der Philosophie. Und vielleicht noch eine andere Aufgabe, die ich auf der Seite der Philosophie sehe. Es gibt ja die schöne Dialektik, eine sehr gute Erfindung auch der antiken Philosophie. Und da geht es eben darum zu sagen, es gibt möglicherweise noch eine andere Seite. Es gibt nicht nur die eine Seite. Und das sollte übrigens auch der Job eines jeden guten Journalisten sein. Ne? Und das ist ja etwas, was wir auch eigentlich, also was ich und auch viele andere seit Kriegsbeginn beobachten und was man auch an Zahlen sehr gut festmachen kann, dass es eben in den Leitmedien oft nur die eine Seite gibt und nicht die andere Seite. Und für diese andere Seite stehen eben Denker wie zum Beispiel Jürgen Habermas. Und deshalb brauchen wir sie. Ja? Und das wirklich Großartige an diesem Text, wenn ich das noch einmal sagen darf, ist ja, dass er wirklich auch beide Seiten sieht. Er hat ja eine extrem starke Sensibilität für die Seite der Ukrainer, für die Opfer dieses Krieges. Es geht ja gar nicht darum, jetzt in irgendeiner Form dem Opfer sein Opfersein abzusprechen. Aber es geht eben tatsächlich auch um die Frage, wie können wir diesen Krieg beenden? Und diese Frage würde ich gerne mehr in den Mittelpunkt rücken. Die Frage ist aus meiner Sicht im Mittelpunkt, die Antwort hat noch nicht wirklich natürlich jemand gefunden. Hat jeder die Antwort, wir müssen mehr Waffen liefern. Und das ist eben... vielleicht geht das auch auf am Ende, ja? Ich wäre froh, wenn es am Ende aufgeht. Also niemand weiß es, ja? Aber es ist eben möglich, dass es nicht aufgeht. Vielleicht ist das Verdienst aber auch wirklich ganz klar, diese Unklarheit, dieses Dilemma erst einmal so zu artikulieren. Ja, so ist es. So dass man, auch wenn es die Antwort noch nicht geben kann, zumindest darüber in den Diskurs geht. Wenn ich das noch ganz kurz ergänzen darf, ja? Dieser Umgang mit Nichtwissen. Wir wissen einfach nicht, was am Ende richtig gewesen sein wird. Ja, und das verbindet eigentlich diese schreckliche Krise, die wir gerade erleben, diesen Krieg, mit der Corona-Krise. Da hatten wir auch eine extreme Ungewissheit, lange Zeit, was ist richtig, was ist falsch. Und da haben wir im Diskurs auch gesehen, dass bestimmte Positionen sehr schnell abgewertet, diffamiert wurden als Verschwörungstheorie und so weiter. Da habe ich auch meine eigenen Erfahrungen mitgemacht. Ja. Welche Erfahrungen haben Sie ganz persönlich gemacht? Also, dass man eben zum Beispiel, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt darauf hingewiesen hat, dass vielleicht Schulschließungen doch nicht so eine gute Idee sind, ja, das ging gar nicht. Ja. Jetzt inzwischen stellt sich raus, diese Schulschließungen waren völlig überzogen. Man hätte da besser zuhören sollen, gerade in diesen Situationen des Nichtwissens. Man weiß es einfach nicht. Und jetzt können wir noch irgendwie sagen, ja, ist nicht so gut gelaufen, die Kinder haben großes Leid davon getragen, aber jetzt wird das so ein bisschen irgendwie weggewischt. Aber dieser Krieg, der hat nochmal eine ganz andere Dimension. Ja, das heißt, wenn man da jetzt falsche Entscheidungen trifft, dann werden wir vielleicht nicht mehr in der Lage sein zu sagen, oh,
da haben wir ja vielleicht was falsch gemacht. Das ist einfach, es ist so eine extrem wichtige Zeit jetzt. Es gilt so sorgfältig zu entscheiden. Und deshalb finde ich auch, gehöre ich auch eher zu denen natürlich, die dieses Zögern, diese Langsamkeit von Scholz sehr zu schätzen wissen. Es ist ja so, Sie haben es gerade angesprochen, Corona-Pandemie und der Krieg, es sind beides absolute Ausnahmezustände. In der Tat ist es so, dass man jetzt rückblickend sagt, die Schulschließungen, die monatelang, das war so nicht notwendig. Warum ist es aus Ihrer Sicht nicht gelungen, dass darüber mehr Diskurs stattgefunden hat? Ich glaube, das liegt vielleicht so ein bisschen auch in der Natur der Sache oder der Natur der Menschen vielleicht auch, ja, dass man in diesen extrem schwierigen Zeiten, in denen man in eben diese Ungewissheit herrscht, ja, man weiß nicht und man weiß auch noch, dass man die eine Lösung will. Ja, da will man auch nicht lange rumdiskutieren, da will man den Kapitän, der sagt, da geht's jetzt lang. Wir haben Sturm, da geht's jetzt lang. So. Und wenn dann da so Leute kommen, die sagen, aber vielleicht kann man ja doch das Segel nochmal anders und so, das verwirrt, das will man irgendwie nicht. Und es hat natürlich auch was, sagen wir mal, um jetzt nochmal Habermas ranzuwenden, mit dem Strukturwandel der Öffentlichkeit zu tun. Also mit den sozialen Medien, mit dem Einfluss der sozialen Medien auch auf den Journalismus, auf die Medien, auf die Öffentlichkeit. Ja, dass eben, das ist ja auch jetzt schon viel besprochen worden, aber dass sich eben so gewisse Twitter-Stimmungen, Shitstorms und so weiter in die Leitmedien übertragen und es dann einfach denen, die da versuchen, eine andere Perspektive reinzubringen, denen wird es eben sehr schwer gemacht. Also ich weiß noch sehr genau, wie ich mal auch in einer Fernsehsendung versucht habe, die allgemeine Impfpflicht zu problematisieren. Das ist einfach unglaublich gewesen, was da in dieser Sendung passiert ist. Ja, heute gibt es keine allgemeine Impfpflicht. Und zwar aus guten Gründen gibt es die nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, wirklich ein großes Manko gewesen, ja, was man erklären kann in diesen Drucksituationen, dass es, glaube ich, schwer ist, einen Diskurs dann offen zu halten. Aber wir müssen es. Wir müssen alles versuchen, um genau das zu tun. Welche Schlussfolgerungen haben Sie denn für sich persönlich gezogen? Also vielleicht gerade auch aus der Situation, die Sie angesprochen haben, dass Sie da nicht so durchgedrungen sind mit Ihrem Anliegen, so wie Sie es rüberbringen wollten. Was ist so Ihre Erklärung dafür? Also die Erklärung, die habe ich ja gerade genannt, ja, Drucksituation, Krisensituation und so weiter, Twitter. Und meine Konsequenz daraus ist, man wird natürlich noch umsichtiger, ja, man guckt sich noch genauer an, wer sitzt da in Sendungen drin, wie ist das aufgestellt. Ich würde mich jetzt, glaube ich, nicht mehr so leicht in eine Sendung setzen, wo, was ja oft passiert, dass drei Leute eine Meinung haben und einer wird eingeladen mit einer anderen Meinung. Also frage ich mich auch, warum ist das nicht paritätischer? Zumal ja jetzt, ja, in dieser Situation ist ja offensichtlich die Hälfte der Bevölkerung für die Waffenlieferung, die andere Hälfte sieht es skeptischer, ja, wobei eben auch dieses die eine, die andere Hälfte, es gibt ja auch ein Dazwischen, ja, es gibt ja auch ein Schwanken, das kenne ich von mir übrigens auch. Es ist ja auch nicht so, dass man ständig immer nur diese eine Position hat, sondern wie Sie ja auch schon gesagt haben, es ist dilemmatisch, es ist schwierig. Ja? Wir sind in ganz schwierigen Entscheidungssituationen. Und dann gibt es eben die einen, die eher in diese Richtung tendieren, die anderen, die eher. Und dann muss man sich auseinandersetzen. Aber liegt nicht genau da die Stärke drin, dass man deutlich macht, dass das eben kein Schwarz-Weiß ist, dass es eben nicht so einfach ist, auch zu einer Entscheidung zu kommen, sondern genau diesen Abwägungsprozess deutlich zu machen. Genau. Warum gelingt das nicht? Ja, ja, zumal auch, wenn ich das richtig gelesen habe, Sie selbst auch in Ihrer eigenen Familie unterschiedlicher Meinung waren. Wieso gelingt es nicht, diese Spannungsfelden deutlicher zu machen? Also mir fällt jetzt ein, wenn Sie diese Frage stellen, ich hatte mal ein sehr erhellendes Gespräch mit Frau Strack-Zimmermann. Das war für die Welt, da wollte man Philosophie und Politik in ein Gespräch bringen. Und dann hat Frau Strack-Zimmermann, es ging um den Krieg, und dann hat Frau Strack-Zimmermann gesagt, wissen Sie, Frau Flaßpüller, der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist, Sie wollen Komplexität erzeugen, ja, indem Sie sich die Vorgeschichte des Krieges angucken, indem Sie sich angucken, ne, was Putin motiviert haben könnte und so weiter. Ich, Frau Strack-Zimmermann, ich sehe nur, was jetzt passiert. Mich interessiert das davor nicht. Mich interessiert nur das, was jetzt hier passiert. Und das ist ein Völkerrechtsbruch, das ist ein Angriffskrieg. Und dagegen müssen wir jetzt die Kraft der Gerechtigkeit setzen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich der Unterschied, ja, dass ich den ganz festen Glauben habe, dass wir Komplexität und, wie Sie sagen, dieses Für und Wider brauchen, um die richtige Lösung auch zu finden für einen Konflikt. Ja, und das glaubt eben eine Politikerin wie Frau Strack-Zimmermann nicht, ja, sondern sie will die Komplexität reduzieren und wegstreichen.
Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Es gibt so ein sehr schönes Zitat von dem Alexander Kluge, den Sie vielleicht kennen, der Filmemacher. Der hat mal gesagt, in Bezug auf den Ukraine-Krieg, man muss das Gegengift da suchen, wo das Gift herstammt. Und das heißt, man muss natürlich auch, ohne die Schuld der Russen oder Putins zu relativieren, darum geht es gar nicht, aber man muss in der Geschichte zurückgehen, man muss sich die Vorgeschichte des Krieges auch angucken. Ja, man kann nicht einfach nur irgendwie die oberste Schicht nehmen. Und vielleicht, wenn aber ich das noch hinzufügen... Wird ja auch in jeder Diskussion eigentlich, also spielt ja schon alles natürlich zusammen. Wenn Sie sagen, dass Ihnen gerade so die Diskussion in Social Media nicht so gefällt, ist das auch der Grund, warum Sie nicht bei Twitter sind? Ja, ganz entschieden. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Ich kann auch überhaupt nicht verstehen, warum. Ich meine, es gehen ja jetzt auch immer mehr. Also das ist ja auch ganz interessant. Auch überzeugte Twitterer verlassen ja mehr und mehr das Schiff. Ich kann das nur begrüßen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man da sein kann. Ich kann auch überhaupt nicht verstehen, wieso sich die Leitmedien nach dieser kleinen Bubble richten. Ja, das ist ja, das sind ja fast nur Journalisten, die da unterwegs sind. Ja. Und inwiefern ist Ihr Eindruck, dass die Leitmedien sich danach richten? Ja, weil einfach die Shitstorm-Dynamik, die Stimmungen von Twitter sich in die Leitmedien übertragen. Das kann man ja ganz genau, kann man ja sehr schön zeigen, dass irgendwas bei Twitter diskutiert wird auf eine bestimmte Art und Weise oder eben geshitstormt wird. Und das überträgt sich dann einfach in die Leitmedien. Das ist ja ein bekannter Mechanismus. Warum sonst sind die ganzen Journalisten bei Twitter? Und das ist aber eben nicht die Bevölkerung. Und das führt ja auch zu einer zunehmenden Entfremdung auch von Teilen der Bevölkerung zu den Leitmedien, weil die sich auch fragen, worüber redet ihr denn da? Das sind doch gar nicht unsere Probleme. An welchem Punkt machen Sie das fest? Also wo war eine Diskussion, wo Sie gesagt haben, die findet in der Bevölkerung nicht statt, aber bei Twitter? Na, ich glaube, man kann das eben zum Beispiel, kann man das sehr gut sehen daran, vielleicht jetzt auch nochmal mit Bezug auf die Corona-Krise, dass es, glaube ich, da schon in den Leitmedien und auch bei Twitter eine sehr, sehr starke Stimmung gab für die allgemeine Impfpflicht, ja, dass man das auf jeden Fall einführen muss, dass es vernünftig ist und alle, die das Gegenteil sagen, die sind irgendwie unsolidarisch. Und dass es aber in der Bevölkerung eine völlig andere Sichtweise dieser Gesamtlage gibt. Genauso jetzt übrigens auch beim Ukraine-Krieg. Aber das Interessante ist, dass eigentlich beide Seiten, wenn man von Seiten sprechen möchte, ja eigentlich beide angegangen werden. Also sowohl die Menschen, die für eine Impfpflicht plädiert haben, aber auch diejenigen, die sich entschieden dagegen gewandt haben. Also beide sind ja tatsächlich schon also, stark angefeindet worden. Da müssen wir jetzt noch mal genauer in die Medien in dieser Zeit hineingucken, aber was man doch sicherlich auch sehr klar jetzt im Augenblick sehen kann, und da gibt es ja auch Zahlen, da gibt es auch eine Studie dazu, dass einfach, ich glaube, bis auf den Spiegel eigentlich alle Leitmedien tendenziell sehr klar pro Waffenlieferungen sind. Ne? Also in den Kommentarspalten und so weiter, auch was die Auswahl der Gesprächspartner angeht. Auch die Tagesschau übrigens. Und der Spiegel ist eine Ausnahme. Alle anderen schon. Die Bevölkerung ist aber gespalten. Aber ja? Genau das wird ja auch thematisiert. Also vielleicht bevor wir zu sehr jetzt vom eigentlichen Thema... Wir thematisieren es gerade, ja, das stimmt. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist bei Ihnen, dass Sie die Kontroverse mögen, macht es Ihnen manchmal auch Angst, dass bestimmte Diskussionen vielleicht nicht kontrovers genug geführt werden? Stichwort jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie mit den Schulschließungen. Also ist das was, wo Sie sagen, da muss mehr Diskurs öffentlicher sein? Also ich glaube, so kann man das vielleicht sagen, dass ich mich schon irgendwie auch zuständig für den Diskurs fühle. Also dass ich, glaube ich, bei mir springt was an, wenn alle sich zu einig sind in einer Sache. Also kommt natürlich immer auch auf die Sache an. Ja? Es ist nicht ein Reflex, der irgendwie unabhängig von der Sache ist. Aber es war ja bei MeToo auch so übrigens. Ich habe ja das Buch Die potente Frau geschrieben, weil mir auch da einfach viel zu viele Fragen ausgeblendet wurden in dieser ganzen Bewegung, in dieser ganzen, es gab ja eben gar keine, ich hätte jetzt fast gesagt Debatte, gab es ja eigentlich fast nicht. Welche Fragen sind denn ausgeblieben? Also das führt uns jetzt nochmal ganz woanders hin, ja, aber was mich einfach sehr stark interessiert hat, war die weibliche Seite, ja, also eben wenn man jetzt nicht über Vergewaltigung spricht und über Nötigung, wo Frauen ja sehr klar Opfer sind und auch keine Handlungsoption haben und wo es sehr klar einen Täter gibt, über die Fälle spreche ich jetzt nicht, ja, aber bei MeToo spielten ja oft so Fälle am Arbeitsplatz eine Rolle, sexuelle Belästigung und so weiter. Und da hat mich interessiert eben die weibliche Position. Ja? Das heißt, warum agieren denn Frauen in bestimmten Situationen so, wie sie agieren? Also warum sagen sie nicht klarer Nein? Warum
haben sie vielleicht auch in dem Augenblick keinen klar artikulierbaren sexuellen Willen oder einen Unwillen. Ja, warum tendieren sie eher dazu, den männlichen Narzissmus nicht zu kränken und dann was zu tun, was sie eigentlich nicht wollen? Woran machen Sie das fest? Also aus welchen Erkenntnissen kommen Sie dazu? Das kenne ich doch von mir selber. Das werden Sie von sich doch sicherlich auch kennen, oder? Dass es so Situationen gibt, wo man irgendwie denkt, mein Gott, was will der jetzt von mir? Und dann lächelt man aber trotzdem und macht irgendwie mit. Das ist eine über Jahrhunderte, Jahrtausende antrainierte weibliche Verhaltensweise, mit der wir, glaube ich, immer noch zu kämpfen haben. Deshalb war meine These in dem Buch, ja, wir leben noch in einer Zeit, in der patriarchale Denkmuster auch in uns Frauen sitzen. In den Männern, aber auch in uns Frauen. Und die müssen wir durcharbeiten. Aber diese These, dass wir in einem Patriarchat leben und die Frauen strukturell Opfer sind, mit der These bin ich nicht mitgegangen, weil das glaube ich auch nicht. Wir leben in keinem Patriarchat. In einem Patriarchat würden wir beide hier jetzt gerade nicht sitzen. Aber ist es nicht genau gut, dann alle diese Themen mal auf den Tisch zu bringen und wirklich nochmal sich genau anzugucken, von allen Seiten, was ist vielleicht in der Vergangenheit nicht klar genug artikuliert worden, in Ihrem Buch sensibel thematisieren ja Sie auch so ein bisschen oder machen eine Überempfindlichkeit der Gesellschaft fest. Wenn Sie das nochmal erläutern, woran Sie das festmachen versus, dass es doch gut ist, viele Dinge mal auf den Tisch zu bringen. Ja, also in dem Buch ging es, das heißt Sensibel, und da ging es um die zunehmende Sensibilisierung der Gesellschaft in unterschiedlichsten Hinsichten, ne? Psychisch, leiblich, ästhetisch und so weiter. Ne? Wir werden immer empfindlicher für körperliche Nähe. Das hat jetzt Corona natürlich noch mal stark forciert, ja, diese Empfindlichkeit. Wir werden empfindlich auch für sprachliche Ausdrücke, die uns verletzen können. Der Gewaltbegriff hat sich enorm ausgedehnt und so weiter. Und das ist erstmal ein Zeichen auch von gesellschaftlichem Fortschritt. Aber es kann, und das hat mich in dem Buch interessiert, eben in was Regressives, in was Rückschrittiges umkippen, in dem Moment, wo man eben sozusagen die eigene Empfindlichkeit zu sehr in den Vordergrund stellt oder empfindlich ist an Stellen, wo es sozusagen nicht gebraucht wird. Oder eben auch natürlich, wo Gesellschaften dann auch beginnen zu zersplittern, weil eben jede Gruppe ihre ganz eigene Sensibilität ausbildet. Und was wäre so Ihr Weg da raus, wenn Sie sagen, die Gesellschaft zersplittert mehr? Mhm. Ich finde, Sie haben das ganz schön zusammengefasst. Die einen wollen alles ändern, die einen anderen wollen, dass alles so bleibt. Was wäre Ihr Rezept, um aus dieser Situation rauszufinden? Ja, ich glaube, also was man ja sagen kann, ist, dass es eben, wenn man von gesellschaftlicher Spaltung reden will, dann gibt es eben die einen, die eben diesen Sensibilitätsmove eigentlich gut finden und richtig finden. Das ist dann das, was man so mit woke bezeichnet. Ja. Und dann gibt es die, die sagen, na, jetzt müssen wir aber mal hier einfach uns, wir sollen es jetzt mal nicht so anstellen und wir müssen jetzt irgendwie teilhaben an der liberalen Demokratie und da braucht man ein dickes Fell und so weiter. Und also mein Punkt ist eher, und ich glaube, dass, und da kommen wir jetzt vielleicht eher so zu dem Persönlichen, zu meiner Motivation. Ich glaube, mein Antrieb ist, glaube ich, grundsätzlich oft die Seiten zueinander zu bringen. Also die Seiten in ein Gespräch zu bringen, irgendwie einen Austausch zu ermöglichen, auch zu fragen, inwiefern könnten möglicherweise sogar beide Seiten Recht haben. Ja? Und ich glaube, gerade wenn man sich den öffentlichen Diskurs, um es jetzt mal ganz konkret zu machen, anguckt, ich glaube, wir brauchen beides. Also wir brauchen natürlich Sensibilität, wir brauchen aber eben auch Resilienz. Und ich glaube, dass man das an ganz vielen Beispielen zeigen kann. Was genau ist diese Resilienz, die Sie da einfordern? Also die Widerständigkeit, ne, dass man eben, also Resilienz meint ja sowas wie zurückprallen, abprallen. Und inwiefern das so Hand in Hand geht, das kann man sich so ganz konkret vorstellen, wenn Sie sich ein Hochhaus vorstellen. Ja? Ein Hochhaus, das darf nie zu stabil gebaut sein, nie zu einfach so ganz starr, sondern es muss sich so leicht bewegen können im Wind, damit es stabil ist. Es braucht eine Stabilität, aber die generiert sich gerade durch die Beweglichkeit. Und das finde ich ein sehr schönes Bild, also wirklich auch für uns, wie wir im Diskurs sind. Ja, dass ich muss irgendwie beweglich sein, ich muss zuhören können, ich muss offen sein auch für die andere Seite, ich muss offen sein auch dafür zu sagen, da habe ich mich vielleicht auch geirrt, das habe ich vielleicht nicht gesehen, da hat mich meine Intuition getäuscht. Ja. Und ich brauche aber trotzdem Haltung. Ich bin auch kein Fähnlein im Winde. Ja. Ich bin keine Opportunistin, will ich zumindest nicht sein, sondern ich brauche eine Haltung. Und das in eine Vermittlung zu bringen, ja, diese Haltung, dieses Widerständige dann auch, ja, auch wenn alle gegen mich sind und ich bin aber der Überzeugung, ich habe recht, dann muss ich dabei bleiben. Ja. Es gibt diese von Foucault, die Paresia, ja, das meint das ja, diese Paresia, also das, was Sokrates auch konnte, ja, dieses oder gemacht hat und sein Leben dafür gelassen hat, also dass man wirklich eine Pflicht zur Wahrheit hat. Ja, das sollte, denke ich, das Ideal sein. Das ist sicherlich sehr schwierig, aber
dieses Ideal zur Wahrheit, ja, diese Pflicht zur Wahrheit haben. Aber eben, es darf nicht ins Absolute. Weder darf man zu sensibel sein, dann wird man nämlich so ein Wurks, noch darf man zu robust und alles prallt ab. Ja, dann höre ich also auch ein nicht. Plädoyer für die Grautöne, wenn ich sie an der Stelle mal so zusammenfassen darf. Weil wir sind leider schon am Ende unserer Sendezeit angelangt. Aber herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Plassfüller. Ja, sehr gerne. Danke.